So, hallo zusammen und willkommen zu der K.O.-Runde. Und es geht gegen Schachtyor Donezk. Wir sehen, wir spielen zuerst auswärts. Dass die eine gute Saison gespielt haben, steht außer Frage, oder noch spielen. Ich weiß gar nicht, ob die schon vorbei ist. Aber wir können definitiv sehr entspannt in das Spiel gehen. Bis jetzt ist alles sehr, sehr gut gelaufen. Wir sind viel weitergekommen. Was interessant ist zu sehen, natürlich, was die anderen Vereine machen, vor allem was FCSB gegen Monaco reist. Das wird auf jeden Fall interessant. Und ja, dementsprechend legen wir los und hoffen auf ein gutes Spiel. So, es geht los. Wir sehen, das Stadion ist sehr, sehr leer. Ja. Für Schachtyor wahrscheinlich eher, weil sie nicht Champions League spielen. Für uns natürlich ein sehr großes Spiel. Und jetzt hoffen wir, dass wir irgendwie da auch ein paar Aktien haben. Oh, Schachtyor mit der ersten Chance, und das war wirklich nicht schlecht. Da haben wir jetzt ein bisschen Glück gleich am Anfang. Und schon wieder ist der Ball weg. Über außen Arismendi. Ja, leider nicht. Aber die Idee war gut. Das ist die Lösung über außen. Okay, das war jetzt doch ein bisschen sehr mutig, der Schuss. Wieder Ball verloren. Ja, gut gekämpft jetzt mal. Jetzt mal über außen. Ja, das war gut. Ja, da könnte man auch durchlaufen. Ja, und dann passiert es relativ einfach. Über außen in die Mitte reingezogen. Meine Verteidiger können Stürmer nicht. Ja, der ist komplett frei. Und schon sind wir im Rückstand. Aber dann hat man gesehen, wie es geht. Also das möchten wir eigentlich auch so machen über außen, aber bis jetzt klappt es noch nicht so recht. Jetzt vielleicht mal. Das ist die erste gelbe schon. Also, Schachtyor gibt Gas und wir haben ein bisschen Probleme mitzuhalten. Ja, die spielen schon super. Jetzt zumindest mal gut verteidigt, Ball schon wieder weg. Nächster Schuss. Also wir müssen uns definitiv steigern, um da irgendwie mitzuhalten. Ja, das ist schlecht. Nächster Angriff. Zum Glück abgewehrt. Aber wir verlieren die Bälle einfach. Jedes Dribbling geht verloren. Ja. Passgenauigkeit sind wir immer noch nicht dort, wo wir sein sollten. Nächste gelbe. Ja. Damit habe ich schon auf jeden Fall klare Aussage, wen ich auswechseln muss, weil so wie das Spiel jetzt hier läuft, sollten wir irgendwie Schadensbegrenzung betreiben. Nach vorne passiert wirklich wenig. Nächster Schuss. Ich glaube, wir haben noch keinen Schuss aufs Tor gehabt. Verlieren den Ball schon wieder. Nächste Chance. Nächstes Tor. Ja. Also jetzt machen wir es natürlich auch sehr schlecht. Leider. Charlington, ja. Also im Dribbling. Ja, das ist viel zu einfach. Das ist eine, ja. Also es ist 3 zu 0. Ich glaube, damit ist schon mal die Messe gelesen. Also wir sind leider nicht imstande mitzuhalten. Joelinton jetzt mal. Wenigstens mal ein Schuss aufs Tor.
Aber natürlich ist das Spiel jetzt schon durch. Ehrentreffer zumindest mal durch Drimmitsch. Aber natürlich in einer Halbzeit drei Tore kassieren, das ist schon das ist schon eine Hausnummer. Aber ja, man hätte davon ausgehen müssen, aber natürlich hofft man, dass in einem Sahnetag vielleicht was geht. Aber heute, wie gesagt, die Benotung finde ich, ja, ist auch eigentlich in Ordnung. Mehr geht aber auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also mehr, ja, das ist so. Unsere Verteidigung, wir sehen hier schon keine guten Noten, auch die Außenverteidiger. Aber das ist jetzt Jammern, es hilft jetzt alles nichts. Ich wechsle jetzt einfach die zwei gelb vorbelasteten einfach aus und dann schauen wir, dass wir das einigermaßen ordentlich über die Zeit bringen. Vielleicht danach hier nochmal einen späten Wechsel bringen, aber wie gesagt, da sollten wir jetzt nicht viel erwarten. Solange es jetzt nicht noch höher ausfällt, glaube ich, wäre ich sogar mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Dann die nächste gelbe, das ist wirklich. Vor allem immer, weiß nicht, 600 Kilometer vom eigenen Strafraum entfernt, grätschen wir die Leute über den Haufen. Ja, sie grätschen, kriegen aber nicht gelb, also. Joelinton auch schwach. Jetzt mal vielleicht, ja, ein guter Pass. Wir lassen das jetzt als Schuss aufs Tor gelten. Joelinton jetzt. Ja, also nochmal. Also wir schießen zumindest nochmal aufs Tor. Das ist schon ordentlich. Und der marschiert hier außen. Das ist, als ob da gar keiner wäre. Also wir tun uns extrem schwer in der Verteidigung, vor allem über außen, muss man sagen. So, jetzt mal einen Ball gewinnen. Aber boah, ist das schlecht. Ist das schlecht. Erfolgreiche Pässe 72. Das schafft ihr zwar auch nicht deutlich besser, aber sie führen halt 3-1. Also individuelle Klasse reicht. Nächste Chance. Oh Mann. Das geht so einfach. Traoré macht da vorne, was er will. So, jetzt leider haben wir jemanden verletzt. Nächste Chance. Also, das 3-1 ist bis jetzt wirklich sehr schmeichelhaft für uns. Aber das Spiel ist ja noch nicht aus. Drimmitsch nochmal mit einem Schuss. Ja, ich glaube, ich werde jetzt Ljajic rausnehmen. Andere Optionen haben wir eh nicht. Und mehr geht da jetzt eigentlich auch nicht. Guter Ballgewinn erstmal. Aber leider machen wir nichts draus. Konter läuft. Oh ja, jetzt, nee, auch wieder weg. Oh, wieder Traoré, das wird böse, das wird böse. Ja, 4 zu 1. Also sie legen noch mal nach. Also auch wenn wir noch mit Traorés Schuss Glück gehabt haben, ist das dann natürlich, das ist einfach klasse. Also wir sind da einfach zu schwach. Und damit, glaube ich, hat sich das Thema dann auch fürs Rückspiel erledigt. Also
Mit 4 Toren Abstand werden wir nicht gewinnen. Soll jetzt nur nicht noch schlimmer werden, wie der Fernando. Eine Riesenchance. Eieieiei. Also wir schwimmen ordentlich. Ja, also zumindest haben wir es geschafft. Leider natürlich hätte ich mir mehr erwartet oder erhofft. Und ich habe sogar noch die einige von der Stammmannschaft geschont für heute, aber das hat wohl leider nicht gereicht. Also wir sehen, also deutlicher kann man es gar nicht ausdrücken. 14 Chancen. Wir haben einen Schuss aufs Tor gehabt, zumindest dann ein Tor gemacht. Ballbesitz relativ ausgeglichen. Passquote eigentlich schlecht von beiden Seiten, aber die sind halt extrem effizient. Und da muss man sagen, dass uns da schlicht und ergreifend dann die Qualität fehlt. Und Traoré ist Wahnsinn, der Junge. Was für Tore. Und ja. Also Häkchen dahinter. Wir sehen hier, deutlicher kann man es nicht ausdrücken. Mega Benotung auch von TT. Aber wir sehen hier, das sind schon andere Kaliber. Obwohl bei Traoré frage ich mich dann auch, so viel stärker ist er dann nicht wie unser Spieler, aber ja, da ist es auch so. Man muss auch sehen, was dann dahinter ist. Wir sehen jetzt hier mit Solomon und Pedrinho, also das sind schon, also bis auf das, dass es eine brasilianische Nationalmannschaft ist. Ja, das ist unglaublich, der Kader. Also. Mega-Mannschaft, also von der Verteidigung, ich meine, der einzige ist der Rechtsverteidiger, der mit 70 einigermaßen auf unserem Niveau ist und der Rest ist einfach Maicon, unglaublich. Und das widerspiegelt sich dann zum Schluss. Also, wir haben unser Bestes gegeben, würde ich mal sagen, auch wenn die Benotung jetzt, finde ich, ja, ich weiß nicht, wie man sowas benoten kann. Da fehlt Qualität und dann kann man jetzt nicht großartig rumschimpfen, deutliches Ergebnis. Dementsprechend können wir jetzt im Rückspiel auch nochmal ordentlich durchwechseln und dass die anderen auch mal ein internationales Spiel bekommen und dann ist gut. Ich habe angefangen, ein paar Spieler zu verkaufen. Mendy darf auch gehen und wir sehen hier unten schon, ich habe Ivan verkauft an FCSB Bukarest. Auch 2 Millionen, also besser wie nichts. Wie gesagt, wir müssen schauen, dass wir uns jetzt finanziell ein bisschen aufpolstern fürs nächste Jahr, wenn wir dann tatsächlich international zumindest ein bisschen konkurrenzfähiger sein wollen. Und wir sehen hier schon, plötzlich ist die Form natürlich gefallen nach so einem Spiel. Ja. Joao Linton, immer noch sehr gut unterwegs, der Junge, zwar wenig Tore, aber ich finde, der macht's gut. Kaufoption ziehen wir natürlich nicht, weil wir erstens kein Geld haben und zweitens ist es das einfach, die Verpflichtung ist es dann nicht wert. So, das heißt, wir werden dann beim Rückspiel wird Joao Linton eine Pause bekommen, wir werden Innenverteidigung ein bisschen austauschen. Und vielleicht sogar Prüger spielen lassen in der Offensive, wenn wir auch mal austauschen. Also ich werde ordentlich durchrotieren. Podescu ist wieder fit, also wird der wahrscheinlich auch spielen. Und Ferrer lasse ich auch spielen hier. Also wir nutzen dann noch das letzte internationale Spiel, damit die anderen auch mal spielen dürfen. Und dann, glaube ich, war es das dann für die Saison. Wunderbar. Das könnten wir eigentlich jetzt gleich fließend machen. Die Frage stellt sich, wollt ihr euch das anschauen? Wir gehen auf jeden Fall im Golf spielen. Dann schauen wir uns mal die Aktien an. Ajax ist weiter gefallen. Das ist gut. Das heißt, irgendwann kommt die wieder. Porto, das ist eine gute Aktie. Peschik, das ist auch gut. Aber Porto ist super. Fällt komplett in den Keller. Ich würde sagen, da kaufen wir
alles, was geht. Aber wir machen so 3100. Ist immer leichter. Das könnte man auch anders machen. So. Weil der Vorteil ist, Aktien, die so tief fallen, können eigentlich irgendwann nur noch nach oben gehen. Dementsprechend, auch wenn sowas passiert wie hier wie bei Ajax, verkauft die Aktien ja nicht. Einfach warten. Irgendwann schießen die komplett nach oben. So wie hier zum Beispiel. Und dann gibt es ordentliche Rendite. Wunderbar. So. Jetzt stellt sich die Frage, machen wir jetzt das Spiel gleich noch mit und nehmen dann das Rückspiel. Das wäre zwar dann ein sehr langes Video, aber könnten wir eigentlich machen, oder ich erlöse euch jetzt und dann mache ich einen kleinen Sprung und wir sehen uns wieder beim Rückspiel. So, und so sind wir wieder beim Rückspiel. Das Spiel gegen Arad haben wir 3-0 gewonnen. Das habe ich euch jetzt einfach erspart. Und wir gehen jetzt einfach gleich in das Rückspiel gegen Schachtyor. Wie gesagt, wir haben 4-1 verloren bei Donetsk. Also dementsprechend geht es hier nur noch darum, sich ordentlich zu verabschieden. Ich habe ordentlich gewechselt und schauen wir mal, wie wir uns heute schlagen. So, und wir sind jetzt im Stadion. Bei uns natürlich ausverkauftes Haus. Das wichtigste Spiel. Und ja, ich hoffe, wir können den Fans irgendetwas bieten und uns ein bisschen besser verkaufen. Schauen wir mal. Ach, schon mal die erste gelbe für Schachtyor. Also das ist schon mal ordentlich. So, aber bevor jetzt das Spiel weiterläuft, schauen wir kurz auf die Aufstellung. Ich habe ja gesagt, ich wechsle ein bisschen durch. Budescu neu im Vergleich zum Hinspiel. Krolic neu drin. Brüger neu drin. Nisto ist neu drin. Retzos ist auch neu drin. Und Conte, also ordentlich durchgewechselt. Ja, damit die auch mal ein bisschen internationales Spielset bekommen. Und es geht ja um relativ wenig, also dementsprechend. So, Freistoß in die Mauer. Und der Nachschuss hat auch nichts gebracht. Wieder Traoré. Zum Glück abgefangen. Trimic. Ja, das war gut. Ja, eine gute Chance. Ja, das muss man eigentlich dann machen, so eine Chance. Aber da fehlt uns halt einfach noch diese wirklich hohe Qualität im Sturm. Aber trotzdem eine Chance. Kolic jetzt, jawohl, und wir machen das Tor. Also, Trimic wieder mal. Sehr gut. Also, wir haben zumindest mal schon ein Tor gemacht. Das ist doch schon mal ordentlich. Sehr guter Anfang. Ja, und Trimic liefert ab. Also auch wenn es für große internationale Streiche nicht reicht, ist er für erstens für die Liga gut und vielleicht entwickelt er sich auch noch ein bisschen. Und natürlich muss man auch sehen, für das, was er kostet. Also kann ich nur zufrieden sein. Nächste gelbe gegen Traoré. Nochmal Trimic. Ja, heute schießen wir schon mehr aufs Tor in den 20 Minuten wie im gesamten Hinspiel. Traoré aus der Distanz. Abseits. Also heute schon 5 Chancen in der ersten Halbzeit. Ja. Das ist schon ordentlich. So, schauen wir mal, ob da Gefahr jetzt ausgeht. Zum Glück verteidigt. Jetzt nochmal. Nee.
Mal über außen, Traoré, ja. Und er ist einfach ein Wahnsinnsstürmer, unglaublich. Obwohl es immer ein Rätsel ist, ich sage immer, Distanzschützen sind immer, ja, das sind zwei Verteidiger und er kommt trotzdem zum Schuss. Obwohl ich eigentlich nie im Sturm, wir machen das 2-1, wieder Dremic. Obwohl ich sagen muss, dass ich nie einen Stürmer als Distanzschütze-Charaktereigenschaft nehmen würde, weil der immer aus verschiedenen Lagen immer abzieht. Aber Traoré scheint das gut zu machen. Nichtsdestotrotz halten wir heute deutlich besser mit. Auch wenn natürlich die Tordifferenz schon enorm ist. Wieder Ballverlust, wieder Traoré. Das ist ein Riesenspieler. Wieder Traoré. Ui, jetzt haben wir Glück. Aber der ist schon wirklich gut. Also so einen hätten wir auch gern. Aber in ein paar Jahren vielleicht ist Moukoko auch so weit. Talent haben wir jetzt in der Mannschaft. Jetzt brauchen wir nur noch Zeit. Guter Konter, wieder Dremic. Guter Versuch. Ja, leider abseits. Also wir machen es gut. Zwar nicht viel über außen, funktioniert nicht so gut, aber die zwei Stürmer geben sich ordentlich Mühe. Jetzt mal Arismendi über außen. Gut gemacht. Aber leider abgeblockt. So, Halbzeit. Ja, gut. Wirklich gut. Ich glaube, das ist das stärkste Spiel in der ganzen Saison bis jetzt. Und ich finde die Benotung fast schon ein bisschen zu schlecht. Und vor allem ist wirklich seltsam. Hier sind wirklich doch einige Spieler, die jetzt eigentlich nicht gesetzt sind. Vor allem, ich finde, Kolic macht es gut mit Dimic zusammen. Das ist echt super. Auch Budescu, also. Die zweite Garde überzeugt. Zumindest jetzt mehr wie die Mannschaft im Hinspiel. Gut bei Ballgewinn. Abseits. Ja. Gut gemacht von Arismendi. Zwei wieder verloren den Ball, aber kämpfen ordentlich. Ja, wir sehen, wir versuchen immer diese. Oh, das ist Elfmeter, oder? Ist das Elfmeter? Heieieiei. Nee, zum Glück nicht. Also, zum Glück war es doch kein Elfmeter. Arismendi wird gefoult. Und ich nutze gleich mal die Chance und tue Conte raus. Gelb-Rot brauchen wir nicht. Ach, das ist aber schade. Also das Spiel dümpelt langsam dahin. Aber natürlich muss man auch sagen, dass Schacht jetzt wahrscheinlich vom Einsatz wahrscheinlich nicht sehr hoch ist. Da geht es um nicht mehr viel. Und sie lassen uns heute auch ein bisschen spielen. Und zum Glück nutzen wir das auch. Also wir spielen tatsächlich, wir versuchen alles. Das ist toll. Nächste gelbe. Ich werde jetzt gleich nochmal wechseln. Und zwar kommt Vera rein für Nistor. Das machen wir auf jeden Fall. Und einen Wechsel macht man dann noch in der 80.
So, aus dem Einwurf verlieren wir den Ball wieder. Oh, der kommt durch. Wieder Ball verloren. Ah, die laufen, die Außenspiel ist unglaublich, wie schnell die sind. Da meint man, dass unsere stehen bleiben. Aber wir verteidigen bis jetzt eigentlich doch ganz ordentlich. Jetzt mal über außen vielleicht. Jawohl. Also, Kolic macht auch noch sein Tor. 3 zu 1. Ein Sieg zum Schluss wäre ja wirklich toll. Und da sieht man, wie schlimm das letzte Tor von Traoré war. Oder das war das letzte von Traoré, dass wir das vierte noch bekommen haben. Und jetzt wechseln wir noch einmal. Also es wird zum Schluss dann noch viel knapper. Frage stellt sich, bringen wir noch einen Stürmer? Ja, wir machen das. Vielleicht machen wir ja doch noch das Tor. Das ist jetzt zwar, ja. Ihr werdet sie jetzt lachen, aber wir versuchen es einfach. So. Für die letzten 2 Minuten kommt noch Charlington, gewinnt Thomas und so. Also ist jetzt egal. Schieben wir die Mitte ein bisschen weiter vor. Nicht, dass wir doch noch einen Lucky Punch haben. Ja, das Mandy über außen. Das war's dann wohl. Jawohl. Also, zum Schluss, auch natürlich war das jetzt nicht ernst, dass wir tatsächlich das nächste machen. Schacht ihr ein bisschen mit Handbremse, wir nutzen das, machen 3-1 zum Schluss. Hätten wir noch ein bisschen mehr Zeit, vielleicht hätten wir das vierte gemacht, aber tendenziell ein sehr starkes Spiel. Ich bin wirklich überzeugt und das war doch toll. Also wir verabschieden uns mit erhobenem Haupt aus dem internationalen Geschäft und Drimmitsch ist einfach stark. Also ein super Transfer und macht seine Sache wirklich gut. Und Kolic hat auch absolut überzeugt. Wäre vielleicht ein Kandidat doch, wenn Joelinton geht als Stürmer, weil wir auch dementsprechend ein bisschen Geld sparen wollen. So, jetzt ist natürlich die Thematik. Ob jetzt die Saison weitergeht, laut den Kommentaren, ich habe euch ja gefragt, ob ihr da Erfahrung habt. Also ich gehe mal davon aus, dass es diese K.O.-Runde hier nicht gibt, weil es scheinbar nicht so im System ist. Aber falls doch, wenn wir es erfahren, aber da hier nichts mehr kommt, gehe ich davon aus, dass das jetzt das letzte Spiel ist und dann gegen Botoşan noch in der Liga. Und dann müsste eigentlich nach meinem Wissen dann die Liga durch sein. Das heißt, wir werden Meister und spielen auf jeden Fall international nächstes Jahr. Ich finde, dass auch die Mannschaft fürs erste Jahr sich gut verstärkt hat. Und nochmal, wir haben die Chance, Pokal zu holen. Meister sind wir geworden, Supercup haben wir gewonnen. Also mehr kann man im ersten Jahr, glaube ich. Also, das ist ja eh schon Wahnsinn. Und international sind wir auch gut weitergekommen. Finanzmäßig müssen wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen arbeiten. Sponsoring 5 Millionen haben wir zwar geschafft, aber wie gesagt, Ziel sollte sein, dass wir vielleicht die 7 Millionen mal angreifen. Und vielleicht versuchen wir über die Banden noch ein bisschen was zu machen.
Kartenverkauf ist wirklich ordentlich. Wir haben den höchsten Zuschauerschnitt. Also von dem her kann man zufrieden sein. Ja, also es ist viel mehr gut als schlecht. Die Mannschaft, finde ich, ist in Ordnung. Ein paar Wechsel sind auf jeden Fall schon fix, also zumindest Abgänge. Und dann werden wir sehen, ob wir uns dann noch ein paar ablösefreie Spiele holen. Ja, also werden wir sehen. Ich möchte auf jeden Fall jetzt nicht weiter das Budget strapazieren und auch die Gehaltskosten möchte ich jetzt nicht noch weiter nach oben treiben. Das heißt, sollte ich noch ein, zwei Spieler vielleicht verkaufen können, könnte man noch punktuell vielleicht was machen. Aber ansonsten möchte ich schon schauen, dass wir die Kosten in den Griff bekommen. Aber Joao Linton geht ja, das heißt, es ist vom Gehalt schon mal die gute halbe Million, die weg ist. Also dann haben wir auf jeden Fall ein paar Optionen. Also natürlich erst nochmal, jetzt schaue ich erstmal, es ist ja noch ein Jahr. Also ich bin schon komplett verwirrt. Ich habe mich im Jahr, also wir haben ja noch ein komplettes Jahr, dementsprechend haben wir genügend Zeit, was zu machen. Jetzt war ich komplett daneben, sorry. So. Vertrag von Conte läuft aus, den könnten wir noch mal verlängern vielleicht. Er wartet ein Angebot. Ich glaube, wir machen ihm dann auch eins. Er wird einigermaßen spielen. 300.000 wäre in Ordnung. Option kann er haben. 250.000, das wäre in Ordnung für uns. Aber wir haben kein Budget. Ach ja, da war doch was. Das heißt, entweder Gehaltsbudget erhöhen. Jetzt schauen wir mal auf Finanzstatus. 4 Millionen. Dann gehen wir ein bisschen rauf. Infrastruktur ein bisschen. So, dann können wir jetzt den Vertrag verlängern. So, also 3 Jahre auf jeden Fall. 260 Option für den Spieler. Wie alt ist er eigentlich? 28, 3, 31. Ja, das machen wir. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann am Ende der Saison wieder. Und dann bin ich gespannt, wie wir unsere Mannschaft zusammenstellen, ob da noch gravierende Abgänge stattfinden könnten, die uns ordentlich Geld bringen. Das wäre natürlich sehr schön. Ja, bleibt spannend. Also bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg bei euren Karrieren und gerne sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, bleibt gesund und ciao, ciao.